Gibt es fragwürdige Aufklärung an Bayern-Schulen? Der Verein Teenstar gibt Aufklärungskurse an bayerischen Schulen. Vergangenes Jahr sollen es 30 Stück gewesen sein. Doch der Verein steht in der Kritik. Dem Verein wird Queerfeindlichkeit vorgeworfen. In einer Broschüre wird zum Beispiel behauptet, wegen des Baus der Geschlechtsorgane würden Männer und Frauen zusammenpassen, zwei Männer oder zwei Frauen dagegen nicht. Das bayerische Kultusministerium sagt, das widerspricht den Richtlinien der Sexualerziehung für staatliche Schulen. Teenstar weist die Vorwürfe zurück.